Wie die meisten von euch wissen, hat Mercedes über Jahrzehnte lang eine Handbremse, besser gesagt eine Feststellbremse, mit Fußbetätigungshebel verbaut. Und da jetzt meine Frage an die alten Hasen. Angenommen, du hast jetzt einen Handschalter wie unseren 300 SL. Und wenn jetzt kommentiert wieder jemand, ey, putz mal euer Auto. Das wissen wir natürlich, wir hatten nur keine Zeit, es auszusaugen. Aber jetzt zu der Frage. Wenn man hier jetzt irgendwo geparkt hat, wie in diesem Fall, und man möchte das Auto abstellen, wie macht ihr das? Denn mit eingelegtem Gang kann ich ja nicht die Kupplung loslassen, denn dann säuft mir das Auto ab, aber ich muss hier den Handbremshebel betätigen. Macht ihr zuerst den Gang raus, betätigt dann einmal hier die Fußbremse, legt dann wieder den Gang ein und schaltet dann euer Auto ab. Oder aber lasst ihr den Gang eingelegt, schaltet den Wagen erstmal ab und betätigt dann erst die Fußbremse. Die Frage haben wir uns nämlich letztens gestellt und es würde uns brennend interessieren, wie die von Mercedes vorgeschriebene Methode ist. Schreibt es mir in die Kommentare. Danke, ciao.